Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Zero HD Part 24. Und in der letzten Folge haben wir einen riesen Tyrann erlegt und wir haben Billy wiedergefunden, der kürzlich verschwunden war durch einen Affen, der in die Tiefe gerissen worden ist. Und ja, Gott sei Dank ist Billy noch am Leben und wir haben ihn sozusagen gerettet. Und wir haben natürlich einen Überlebenden der Gruppierung von Stars gefunden, also ein Mitagent von Rebecca. Aber wir haben ihm gesagt, dass wir noch diesen Häftling, den Billy, suchen müssen. Und ja, wer sucht, der findet. Wir haben Billy gefunden. Und ich würde sagen, wir machen genau da weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Es geht darum, dass wir in der letzten Folge mal wieder Platzmangel hatten, weil es viele Gegenstände gibt, die man einsammeln kann. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich hier jetzt vielleicht ein paar Sachen hier hinlege, die ich nicht brauche. Ich überlege. Die Pistole. Ich würde gerne sagen, ich lasse die jetzt mal hier. Was hatte die Rebecca? Sie hatte den Magnum. Da würde ich auch lieber gerne sagen, liegen lassen. Schauen wir mal, wo war Rebecca nochmal? Ah, hier. Ah, okay, hier war das Problem. Hier kann anscheinend nur einer auf dem Aufzug drauf. Dann würde ich sagen, machen wir ein kurzes Wechselspiel. Vielleicht können auch beide drauf, also ich habe es zumindest nicht ausprobieren können. Ah, doch, guck mal, es geht. Okay. Sehr schön, dass es geht. Ich glaube, ich war so hektisch. Let's go. Ich war so hektisch gewesen in der letzten Folge, dass ich das irgendwie nicht vernünftig gemacht habe. Aber egal, jetzt sind wir jedenfalls hier. Ich würde sagen, die Magnum, die lassen wir auch hier. Die brauchen wir erstmal nicht. Leben wäre gut. Granatwerfer haben wir nicht mehr viel. Ich würde sagen, um Platz sparen zu können, nehmen wir auf jeden Fall diese Waffe. Ja. Bei Billy würde ich doch lieber eher sagen, nimm zumindest die Pistole mit, falls wirklich mal was sein sollte. Ja, jetzt ist natürlich wieder das Problem hier, welches Gegenständchen hier kann ich hier nehmen. So, hier ist das Richtige. Perfekt. Okay, ich würde sagen, wir sind ausgerüstet. Was man noch machen kann, ist ein bisschen Munition zu geben. Dafür gibt uns Billy die Molotow-Cocktails. Die könnten wir eventuell gut gebrauchen. So, nachladen. Wir rüsten uns erstmal mit der Pistole aus. Wenn was sein sollte, dann werden wir auf jeden Fall wieder umswitchen. So, und hier auch nochmal kombinieren. Perfekt. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder zurück zu der Stelle, wo wir diese ganzen Gegenstände einsammeln könnten. Es natürlich nicht gemacht haben, aufgrund Platzmangel. So, jetzt haben wir uns aber, wie gesagt, Platz geschafft. Und jetzt wird es Zeit, wieder nach unten zu fahren. Und ja, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten, hier die ganze, ja, die ganze Gegend hier, das Werk sozusagen, zu erkunden. Aber dafür müssten wir in andere Etagen noch fahren. Aber wir sind noch in dieser Etage beschäftigt. Deshalb würde ich sagen, wir gehen nochmal zurück, wo wir in der letzten Folge waren, mit dem Wasser. Da mussten wir, glaube ich, die Kisten speziell positionieren, um irgendwie weiterzukommen. Das werden wir jetzt mal auf den Grund gehen, wie das da genau war. Hier genau, hier ist eine Scheibe gewesen. Rechteckiges Loch. Also hier muss wahrscheinlich eine Scheibe, irgendwie sowas muss da rein. Genau. Dann war das die Tür. Genau, hier gehen wir durch. Jetzt müsste hier in der Regel... Ah, hier kam ja noch das. Mit dem Billardtisch. Ja, nehmen wir das mal mit. Schadet erstmal nicht. Ja, genau. Hier waren noch ein paar Zombies gewesen, die wir erledigen mussten. Und ja, ich schaue nochmal um den Tisch herum, dass wir auch nichts vergessen haben. Und ja, ich würde sagen, wir gehen hier rum. Hier runter, genau. Ich war schon leicht irritiert. Wo geht's hier weiter? Und wir gehen immer tiefer, immer tiefer. Okay, hier haben wir den Granat. Für die Granatwerfer, die Granaten. Ist halt die Frage, ja, jetzt haben wir natürlich wieder voll. Aber wir haben hier noch ein Plätzchen frei.
Von daher alles gut. Hier können wir uns noch einen Platz schaffen. Indem wir alles rüber verfrachten. Billy geben wir zumindest einen Kanister. So, dann ist auch so ein bisschen ausgeglichen. Hier zum Beispiel sehe ich eine Kiste. Die kann man aber anscheinend nicht schieben. Was wir auf jeden Fall in der letzten Folge noch gesehen haben, hier bei diesem Gabelstapler. Hier fehlt eine Batterie. Platz für eine Batterie. Die müssen wir auf jeden Fall finden, so wie es aussieht. Und wir haben auch in der letzten Folge so ein Rätsel lösen müssen, damit die ganze Stromzufuhr hier wieder funktioniert. Und das haben wir natürlich erfolgreich gemeistert. So, ich hoffe, dass hier nicht nochmal irgendwelche Gegner hier aufstehen. Das sind so Sachen, die ich überhaupt nicht mag. Wenn Gegner wieder respawnen, dass sie wieder zum Leben erweckt werden. So, hier würde ich sagen, müssen wir auf jeden Fall die Kisten verschieben. Ist jetzt halt die Frage, ne? In welche Richtung? I'll go check over there. Ja. Ich würde sagen, Billy bleibt mal hier unten. Wir checken nochmal oben die Lage. Also, wir müssen da rüber. Das bedeutet, wir müssten hier hoch, glaube ich. Oder? Oder müssen wir hier hoch? Ja, ist leicht verwirrend. Oder das war hier. Ja, das kann auch gewesen sein. Ja, genau, hier. Jetzt ist halt die Frage, wie komme ich darüber? Also, wie kann ich das so machen, dass wirklich die Kisten darüber gehen? Wahrscheinlich, hier sehe ich schon, muss man das Wasser so halbherzig hoch ablassen. Okay, können wir hier springen? Ja, können wir. Perfekt. Ich weiß jetzt nicht, können wir die Kisten verschieben? Geht das? Ist das möglich? Ich hoffe, dass es jetzt in die richtige Richtung, geschoben worden ist. Ah, hier kann man auch schieben. Ich weiß nicht, ob man so Kisten irgendwie nach oben schleudern kann. Das wäre jetzt die Frage. Ich weiß nicht, was ich gerade mache. Muss ich ehrlich zugeben. Aber vielleicht bringt es ja was. So, wir schauen einfach mal. Wir gehen mal auf die Kiste drauf. Vielleicht können wir dadurch irgendwie rüber. Das bedeutet, wir müssen mit Rebecca hier das Pult bedienen. Steuerung regelt das Ein- und Ablassen von Wasser. Gerät benutzen, voll, leer. Nach rechts, nach links. Ah! Okay. Hätte ich das vorher mal gecheckt. Okay. Das ist zu gefährlich. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, kann ich das wieder verschieben? Ich vermute mal nicht. Ah, hätte ich das mal vorher gewusst. Ah, das ist ärgerlich. Das können wir jetzt natürlich nicht mehr schieben, ne? Ich glaube, da müssen wir den Speicherstand wieder neu laden. Och, Menno. Gehen wir mal kurz hoch, damit wir uns das nochmal angucken können. Vielleicht kann man das irgendwie so ein bisschen umgehen. Nach links. Natürlich geht das nicht. Wäre viel zu einfach gewesen. Okay, ich weiß jetzt, wie das Rätsel funktioniert. Ich habe aber leider eher das Gefühl, dass ich dafür neu laden muss. So, dadurch, dass wir das ja jetzt gedreht haben, müssten wir das doch komplett nochmal drehen können, oder? Nach links. Nichts anfangen. Ja, super. Ja, ich habe es natürlich komplett falsch gemacht. Ich sehe es schon ein. Ich glaube, die eine Kiste bleibt sogar im Wasser, so wie das aussieht. Machen wir das nochmal runter. Damit wir ganz sicher gehen können. Ja, es geht wieder runter. Also, liebe Freunde, so wie es leider aussieht, muss ich leider die Folge nochmal neu laden. Resident Evil Zero. Ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle einen Cut und ich melde mich dann gleich wieder, wenn ich wieder an dieser Position bin, weil ich muss natürlich hier wieder jetzt Verwaltungsarbeit machen, wie ich das gerade eben gemacht habe, mit dem Inventar hin und her rum experimentieren und Sachen liegen lassen, etc. pp. Ihr wisst schon,
Ich würde sagen, wir machen ganz kurz hier einen Cut und dann melde ich mich gleich sofort wieder und dann machen wir hier weiter. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, ich musste, wie gesagt, einen Cut machen, damit ich hier wieder an diese Stelle komme und euch nicht alles doppelt und dreifach zeigen muss. Ja, jetzt geht es natürlich darum, wir müssen diese Stange hier bewegen können, aber dafür dürfen wir die Kisten nicht zu nah an den äußeren hinstellen. Also bedeutet das, wir müssen irgendwie es schaffen, die Kiste so zu verschieben, dass die auf jeden Fall nicht im Weg steht. Und ich würde schon glatt sagen, wir gehen mal kurz zu Rebecca. Wir werden das mal austesten. So, indem ich sage, nach rechts. Ist jetzt zu gefährlich. Okay, dann klettern wir mal eben hoch, damit es nicht so gefährlich wird. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Ja, ich hätte vorher nachdenken müssen, natürlich, wie man das macht, aber. Okay. Jetzt wissen wir, wie wir es machen müssen. Wir müssen auf jeden Fall, so wie es aussieht, aussieht, die Kiste auf jeden Fall hier auf die andere Seite. So. Jetzt würde ich sagen, wir gehen nochmal hoch. So, Rebecca, drück mal bitte auf den Knopf. Yep. Das machen wir doch sehr, sehr gerne. Das müsste jetzt funktionieren. What? Ich muss die Kiste ganz zur Wand schieben. Das ist ja blöd. So, anders geht's auch nicht. Hoffe ich. Ich will mal hier hochklettern. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Rebecca, bitte drücken. Gerät benutzen. Ja. So, jetzt hoffentlich. Aha. Schaut mal an. So ist es auf jeden Fall richtig. Das bedeutet, wir müssen wieder hier runter. Und wir schieben einmal die Kiste auf die andere Seite. Ich sehe da ein Loch. Ein Loch. Oh oh. Ich weiß nicht, ob das schon ausreichend sein. Guck mal, hier ist auch ein Fehler. Oder ist das nur so? Sieht das nur so aus? Nee. Jetzt muss ich irgendwie natürlich hier rüber. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, die Kiste zu verschieben. Ich würde gerne mal was ausprobieren. Ich schieb. Warte mal, geht das überhaupt? Kann ich das schieben? In der Regel eigentlich ja, aber ich will es jetzt erstmal nicht riskieren. Ich gehe mal eben so. So. Genau. Hier diese Kiste hier, die passt mir hier überhaupt nicht. Die müssen wir auch wahrscheinlich so hinlegen, weil wir können ja nicht springen. Leider. Das heißt, wir müssen die drei Kisten hier formieren in einer, ja, in einer Reihe sozusagen. So quasi als Straße. So, jetzt ist natürlich die Frage. Ich glaube, ich habe hier an dieser Stelle wieder zu viel verschoben. Weil, wie soll hier in der Mitte eine Kiste hin? Das ist, ich glaube, ich habe das wieder so ein bisschen falsch gemacht, habe ich das Gefühl. So, steigen wir hier ab. Weil wenn wir das verschieben, dann sieht es wieder nicht so gut aus. Ich glaube, ich habe wieder was falsch gemacht. Ich hätte das wieder anders machen müssen. Das ist natürlich ärgerlich. Ich schieb das mal kurz hier. Kann ich hier rüber? Nö. Ich möchte mal eben was ausprobieren. Ich glaube, der Versuch ist sowieso schon fehlgeschlagen. Mal wieder. Ich hätte mir das lieber systematisch vorher aufschreiben sollen. Okay. Naja, können wir jetzt nichts machen. Ist jetzt leider so. So, ich würde jetzt hier sagen. Ah, ich glaube, das würde gehen. Es wird trotzdem noch gehen. Ja. So, jetzt gehen wir nochmal zu Rebecca. Jetzt machen wir dasselbe Spielchen rückwärts. Jetzt sagen wir nochmal nach links. Ach, die Kiste ist im Weg. Die Kiste ist im Weg. Wir müssen die ganz anschieben, glaube ich. Oder? Konnte man die noch ganz anschieben? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nochmal hier hoch. Ja, komm. So. Jetzt hier runter.
Okay, das sieht meines Erachtens gut aus. Ich würde jetzt sagen, wir gehen mal auf die andere Seite. Ja, damit wir gleich hier ein bisschen rumspielen können. So, und jetzt versuchen wir es noch einmal nach links. So. Sollte ja jetzt gehen. Platz ist da. Ja, sieht sehr gut aus. Ist halt nur die Frage, wie schiebe ich jetzt die blöde Kisten hier richtig? Das wird schwierig. Guck mal, hier ist die Kiste sogar nicht richtig angeschoben. Das kann doch echt nicht wahr sein. So. Richtig an die Wand. Weil ich vermute, dass wir die Kiste hier richtig anschieben müssen. Die Sache ist natürlich jetzt die. Ich muss wahrscheinlich die Kiste komplett schieben. Also zur anderen Kiste. Weil ich glaube, hier zählt wirklich jeder Zentimeter. Ah, das gibt nichts. Ich kann hier nicht schieben. Das wird nicht funktionieren. Kann man vielleicht so? Guck mal, das geht nicht, ne? So geht auch nicht. Ey, guck mal, das ist doch ein Schritt. Wieso kann man da nicht hin? Das ist doch scheiße. Okay. Wir haben anscheinend so ein bisschen was falsch gemacht. Aber nur ein bisschen. Ich weiß zum Beispiel nicht. Das Wasser. Diese Kiste, ne? Ich würde die gerne schieben. Normalerweise müsste das gehen. Aber hier wird es schon daran scheitern, dass es dagegen knallen wird. Ich kann hier nicht da hinten dran. Ich kann das, glaube ich, nur zum Teil. Warte mal. Ich schieb mal eben zurück. Ich glaube, so reicht das, oder? Es sollte ausreichen. Versuchen wir es einfach mal. So, nochmal eben zu Rebecca. Jetzt nochmal Gerät benutzen, nach rechts. So. Jetzt nochmal zurück zu Billy. Zum Billy Boy. Und jetzt den Kram. Ich glaube, ich hätte das ganz anders machen sollen. Ich glaube, das ist schon allgemein falsch. Weil ich werde den Platz nicht haben, das zu schieben. Das ist ein ganz, ganz großes Kino-Shit ist das hier. Ach nee, ich sehe es jetzt schon kommen. Okay, ja, nach links. Normalerweise muss dieser Platz noch ausreichen. Normalerweise. Hier, normalerweise müsste ich hier runterspringen können. Aber nein. Ich passe nicht durch. Blöd ist das. Sehr, sehr blöd. Ja. Ich mache jetzt einfach mal so, wie ich es dachte. So. So, und jetzt hätte ich den Rest hier angeschoben. Klar. So würde das jeder machen, aber dadurch, dass wir diesen Platz hier nicht haben. Warte mal, vielleicht geht das. Nee, das wird leider ein Fehlschuss. Was ist, wenn ich mit Rebecca nochmal hier. Nach rechts. Das ist zu gefährlich. Und nach links. Das ist jetzt zu gefährlich. Ja, wir hätten das anderes machen sollen. Aber wie willst du das denn sonst machen? Weil die Kiste, die ist ja nicht breit genug. Also, du musst ja von links oder rechts. Ah, wahrscheinlich ist auch dafür diese Ecke hier. Ja, klar. Und dass man die Kiste so ein bisschen nach da schiebt, dass man noch die Möglichkeit hat, von der anderen Seite hin und her zu schieben. Also, so würde ich jetzt sagen. Blödes Kistenproblem hier. Shit. Okay, ich würde sagen, alle guten Dinge sind drei. Ich werde hier nochmal die Stelle neu laden. Weil ich komme ja nicht weit. Ich habe schon die Kisten falsch verschoben. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal wieder. Und dann versuchen wir es nochmal zum dritten Mal. Und vielleicht haben wir dann mehr Glück. Und ja.
ich würde mal sagen, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen nochmal zurück. Und das ist, der dritte Versuch sozusagen. Alle guten Dinge sind drei, sagt man. Und jetzt geht es halt darum, dass wir die Kisten richtig schieben. Ja, jetzt ist natürlich die Frage. Weil wir haben hier, auf jeden Fall können wir sagen, eine Kiste zu viel. Denke ich mal, sind wir uns einig. Das heißt, ich würde gerne diese Kiste hier, die würde ich hier komplett nach hinten verschieben. Die hier. Das Problem ist, dann können wir nicht mehr nach da, ne? Auf die, ja, klar. Dann können wir den, also ich zeige euch am besten, wenn ich da drauf stehe. Also, ich könnte diese Kiste zur Wand schieben, wo der Billy jetzt hinläuft. Die Sache ist, diese Kiste, die könnte ich nach links schieben, aber ich kann sie dann nicht hier Richtung Tor, also da, wo Billy läuft, hinschieben. Das geht nicht. So, das bedeutet, wir müssen es irgendwie schaffen, die Kiste, ja, das ist hier wieder das Problem. Ich kann diese Kiste hier nicht einfach schieben, die blaue, ohne dass die zu weit rechts ist oder zu weit links ist, damit ich die wieder wegschieben kann. Das möchte ich hier gerne vermeiden. Aber, da wir ja wissen, wir müssen auf jeden Fall in diese Richtung, also der Stein, ich stehe nochmal drauf, der Stein, der muss auf jeden Fall nach da, wo Billy hingeht, würde ich sagen. So, das heißt, wenn der nach da geht, dann können wir den hier, wo ich jetzt gerade drauf stehe, den könnte man auch verschieben. Ich würde sagen, bevor ich hier was falsch mache, ich überlege gerade noch, ob es nicht Sinn macht, den blauen noch erstmal wegzuschieben. Weil er dreht sich. Ich möchte das jetzt umgekehrt machen. Das heißt, den blauen, den könnte ich in der Regel komplett nach rechts schieben. Das sollte eigentlich nichts dagegen sprechen. Wenn ich nämlich das Tor in meine Richtung, wo zu mir, zu Billy drehe. Das heißt, dann wird die andere Seite nach außen gehen. Das bedeutet, dann könnten wir doch die Kiste problemlos nach rechts schieben. So, genau. Dann würde ich das Tor jetzt schon öffnen. Und das, jetzt ist die Frage nach rechts, glaube ich, oder? Ne? Ja. So, jetzt müsste das funktionieren. Genau, weil das war der Fehler, den wir gemacht haben. Die Kiste, die da steht, die steht schon richtig. Das ist die Sache. So, und das bedeutet, die Kiste, die schieben wir jetzt natürlich. Das ist eigentlich so einfach. Aber ihr seht, auch mir kann sowas passieren. Perfekt. Ja, so können wir die Kiste natürlich schieben. Ja, ist eigentlich so banal, das Rätsel. Aber, jetzt müssen wir aufpassen. Nicht, dass ich zu übermütig werde. Ich hoffe, die passt jetzt rein. Ich hoffe, die passt da rein. Ja! Perfekt! Perfekt, die passt! Mein Gott, einfach hätte es gar nicht sein können. Ich mache mir so schwer. Okay, das heißt, wir können jetzt Wasser ablassen. Gerät benutzen! Was? Zu gefährlich? Okay, dann schieben wir es wieder nach links. Dann machen wir das hier zu. Ach so, ich glaube, ich weiß jetzt, warum das gefährlich ist. Billy darf nicht draufstehen. Es ist zu gefährlich. Boah. Nervig. So, jetzt seht ihr, ich kann es jetzt in jede beliebige Richtung drehen, wie ich möchte. Okay. Das hätte eigentlich alles so einfacher machen können. Indem ich auf der Kiste drauf bleibe. Aber okay, dann halt nicht. So, jetzt würde ich sagen, machen wir es voll. Ja. Hä? Was denn jetzt? Das kann nicht wahr sein, oder? Die Kiste ist weg. Ey, nee, oder? Das kann doch nicht
Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Ist die Kiste überhaupt noch da? Jetzt weiß ich, warum die sich so unterschieden hat von denen. Ah, weil es keine Holzkiste ist. Weil die nicht auf dem Wasser schwimmen kann, oder? Das sind doch alles Holzkisten. Oh, muss man nicht verstehen. Oh, das heißt, wir müssen das nochmal schieben. Oh. Das Problem ist, dass das Schwarze schon, also diese dunklere Kiste, die liegt leider schon in deren Position. Okay. Das wäre viel zu einfach gewesen. Ja. Also. Es wäre so gewesen, ich hätte die eine Kiste schon mal hier hinschieben sollen. Die eine Kiste schon mal ganz nach rechts und die in der Mitte ist. Das ist die Frage. Was hätte man mit der mittleren Kiste machen müssen? Ja, ihr seht, es ist nicht so ganz einfach. Und ich würde sagen, dass wir den ganzen Kram auf die nächste Folge verschieben. Ich weiß, es ist blöd. Wir haben nichts gemacht, aber... Das war leicht. Es ist leider so. Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Dann machen wir es auf jeden Fall richtig, hoffe ich zumindest. Und ja, verflixte Kiste nochmal, sage ich nur. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.